Und wir schauen auch den Sport, denn beim Spiel von Hertha BSC gegen den Hamburger SV in der zweiten Liga am vergangenen Wochenende haben die Fans immer wieder Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen im Olympiastadion. Und das Match war dann für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen worden. Der Grund ist, die Hertha Ultras wollten ihren Unmut über den geplanten Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga ausdrücken. Mit 1 Milliarde Euro soll ein Investor bei der DFL einsteigen und diese Einnahmen sollen dann genutzt werden, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und die Auslandsvermarktung zu stärken. Doch schon seit Wochen protestieren Fußballfans in ganz Deutschland immer wieder gegen genau diese Pläne. Bei mir im Studio ist unser Fußballexperte Christian Beifuß. Christian, wir müssen das mal ein bisschen hinterleuchten. Also die Hertha-Fans, die sind geschunden, muss man sagen. Hertha hatte da so einen windigen Investor drin, der hat fast 400 Millionen Euro versenkt, hat überhaupt nichts gebracht. Aber dieser Protest gegen die DFL, das ist ja das ganze Große. Was steckt denn dahinter? Ja, man muss da wirklich mal genau hingucken, weil auf den ersten Blick stellt sich das ganz einfach dar. Investor will Geld machen, will Einfluss haben und deswegen ist das für einen Teil der Fans jedenfalls nicht in Ordnung. Aber es sind verschiedene Aspekte. Also das, was du gerade exemplarisch bei Hertha genannt hast, das war das krasse Negativbeispiel, ja, dass da ein Investor kommt, der viel Geld mitbringt, das der Verein auch braucht und dann so viel Einfluss nimmt, dass es alles wirklich extrem in die Hose geht, das Ganze. Jetzt bei der DFL ist es ein bisschen anders. Ich versuche es mal neutral zu beschreiben. Da geht es nur erst einmal um 8% ungefähr der Anteile an der DFL für 20 Jahre. Und danach fallen die Rechte sowieso an die DFL wieder zurück. Dafür soll ungefähr 1 Milliarde fällig werden. Die Verhandlungen laufen jetzt ja gerade. 2 Investorengruppen sind noch drin. Das ist noch nicht ganz klar. Also wir reden da über einen weitaus geringeren Einfluss, den diese Investoren haben. Wäre ich jetzt einer dieser protestierenden Fans, würde ich natürlich sagen, wäre den Anfängen. Und da ist natürlich auch was dran. Weil wenn wir in die anderen Länder gucken, wo diese Dinge schon viel weiter gediehen sind, in England in der Premier League oder immer ganz krass im amerikanischen Profisport, dann ist das sicherlich etwas, was vielen Fans Sorge macht, dass das Geld machen, das Marketing, das Ganze drumherum viel zu wichtig wird und der Fußball vielleicht auf der Strecke bleibt. Aber wir sehen doch in Deutschland, dass es auch klappt. Hoffenheim mit Dietmar Hopp, man muss ja auch sagen, Red Bull, die sich bei Rasenballsport Leipzig, also RB Leipzig, sehr engagiert haben. Und die passen ja auch drauf auf, weil sie wissen, wie die deutschen Fans mit so etwas umgehen. Ja, aber da würden dir jetzt auch viele widersprechen und ich versuche das an der Stelle auch mal. RB hat natürlich mit seiner Finanzmacht, die machen das sehr gut. Also die sportliche Arbeit dort ist hervorragend, nicht nur hier, auch in Österreich und an den Standorten in Amerika, die sie haben. Die haben da aber ein ganz anderes Konzept aufgestellt mit ihrem vielen Geld, das sie haben, mit dem hier und auch anderswo niemand mit so leicht mithalten kann. Da würden viele auch sagen, da ist, und RB ist ein Verein, den es ja vorher so in der Form jedenfalls auch nicht gegeben hat. Der ist von Red Bull, sagen wir es ruhig, einfach ja so gegründet worden oder dann eben übernommen worden. So, das ist ein Modell. Ich glaube, was in Deutschland ganz, ganz wichtig ist, ist diese 50-plus-1-Regel. Kurz gefasst, kein Investor kann einen Verein oder die Profiabteilung eines Vereins komplett übernehmen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wir haben Leverkusen und Wolfsburg als Ausnahmen. Das hat aber historische Gründe, weil es die schon so lange gibt, diese Vereine. Und das, glaube ich, ist für die deutsche Seele, und da reden wir nicht nur über die Ultras, ich glaube, das betrifft die meisten Fußballfans, das ist wichtig, dass diese Vereine noch die Vereine bleiben und es nicht wie in England in die Hände eines Scheichs wie jetzt in Newcastle gehen. Wobei auch da muss man sagen, die haben erst protestiert, die Fans, und jetzt gehen sie alle wieder hin, Stadien sind voll, die Mannschaft ist weitaus erfolgreicher als zuletzt, weil mit dem vielen Geld eben gute Spieler eingekauft. Ja, aber dieser internationale Vergleich, und daran muss sich Deutschland ja messen und auch die Bundesliga. Du hast England angesprochen, aber schauen wir nach Italien und vor allen Dingen schauen wir nach Spanien. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hören, Mbappé, einer der besten Fußballer der Welt. Der wechselt jetzt von Paris Saint-Germain, also auch ein Verein, der einem Scheich gehört, zu Real Madrid. Da wissen wir ja, Perez, Bauunternehmer, der hat auch genug Geld. 100 Millionen Euro wird der dann pro Saison kriegen. Also, ich meine, was sind das für Verhältnisse? Er kann ja trotzdem Fußball spielen und er zieht ja auch die Massen an. Also, da muss man doch auch gucken. Das hat natürlich zwei Aspekte. Das eine ist das Finanzielle, das andere ist das Sportliche. Bleiben wir erst mal beim Finanziellen. Diese 100 Millionen sind unsicher. Also da gibt es verschiedene Quellen. Also angeblich hat er jetzt in Paris über 70 Millionen pro Jahr 72 verdient. 72 heißt es ja. Genau. Und der Scheich hat ihm offenbar, also die Kataris, muss man auch sagen, ist nicht der Scheich, das ist ein katarischer Investmentfonds, ein Sportfonds vom Staat Katar, der dahinter steckt, hat ihm offenbar noch mehr geboten, hat er aber abgelehnt. Viele sagen, in Madrid wird er weniger verdienen. Man muss sich da keine Sorgen machen. Die Zahlen, die da so rumschwören, sind so 45 Millionen. So, aber das ist eigentlich, der wird auf Geld verzichten, kann er sich leisten, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber der wird aller Voraussicht nach deutlich weniger verdienen. Er geht aber dorthin, weil es für ihn jetzt der sportlich entscheidende Schritt ist. Der Mbappé ist jetzt 25, vermutlich in der Blüte seines Lebens, seines sportlichen Lebens. Und Real Madrid ist immer noch der größte Name
im Weltfußball. Und wenn das Angebot kommt, und die sind ja auch gut aufgestellt, die haben einen sehr erfolgreichen Trainer mit Ancelotti, der auch noch mal ein Jahr verlängert hat. Ich glaube ja, dass Klopp dann irgendwann kommt, aber gut, das werden wir sehen. Die sind gut aufgestellt, die bauen ihr Team auch gerade sehr erfolgreich um. Sie haben ja mit Modric und Kroos so Leute, die jetzt schon doch im Herbst ihrer Karriere sind oder sogar im Spätherbst. Die haben viele neue Leute geholt, junge Leute. Und Mbappé wäre natürlich, das muss man einfach sagen, absolut die Krönung der Verpflichtungen, die sie dann tätigen, weil der Mann ist einfach klasse. Das haben wir im WM-Finale gesehen, jetzt zuletzt. Ohne ihn hätte Argentinien das Ding deutlich gewonnen. So wurde es eines der packendsten Finals der Fußballgeschichte. Der Mann ist stark und ich glaube auch, er weiß, was er tut, wenn er jetzt dahin geht. Und ich glaube, es ist genau der richtige Schritt für ihn und für Real sowieso. Aber PSG hat da nichts gerissen. Ist vielleicht fünfmal Meister. Aber Champions League, das haben sie nicht geschafft. Einer reicht nicht, auch wenn dein Club Hertha BSC mal einen Erich Behr hatte, der für Erfolge gesorgt hat. Das funktioniert heute nicht mehr so. Sprichst du jetzt an, den kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht, weißt du. Und die Hertha, naja, da... Da, Christian, ich lasse mich jetzt nicht von dir provozieren, wie angekündigt. Danke dir für das Gespräch, danke für deine Expertise.